Der Erfolg von Tim und Struppi ließ Hergé schon ziemlich früh träumen. Wie wäre es, dachte er sich, wenn Tim auch in anderen Medien auftritt, besonders in diesem neuen Medium, dem Film. Und so kam es, dass er bereits in den 1940er Jahren die Filmrechte an der Geschichte Die Krabbe mit den goldenen Scheren verkaufte. Der Käufer der Filmrechte hieß Bilfrid Bougery. Nun erfordert die Handlung von Die Krabbe mit den goldenen Scheren ein paar exotische Drehorte und aufwendige Kulissen. Und deswegen kam für Bougery nur eine Möglichkeit in Frage. Nämlich das Projekt als Puppentrickfilm zu realisieren. Und damit beginnt die ungewöhnliche Geschichte des allerersten Tim-Films, die ein genauso ungewöhnliches Ende hat. Wilfried Bougery taucht eines Tages im Puppentrickstudio von Claude Misson auf und er sagt zu ihm: Hallo, ich habe die Filmrechte an Die Krabbe mit den goldenen Scheren und ich möchte, dass Sie mir davon einen Puppentrickfilm produzieren. Nun kannte Misson natürlich die Tim-Geschichten und war begeistert, ein Teil davon zu sein. Bougery hatte irgendwie Geld aufgetrieben, zumindest genug, um das Projekt zu starten. Er verlangte von dem Trickfilmstudio, dass sie sich genau an die Vorlage vom Album halten sollten, und das taten sie auch. Dann allerdings wurde es merkwürdig. Immer wenn es um die Finanzierung des Projektes ging, wurde Bougery etwas einsilbig. Die Mittel waren sowieso limitiert und das Studio machte das Beste daraus, was es konnte. Und dann war es endlich soweit. 1947 konnte der Film der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und das wurde er auch. Und zwar exakt zweimal. Das erste Mal im ABC Cinema vor einer Gruppe von speziellen eingeladenen Gästen, das zweite Mal so halb öffentlich und dann war's vorbei. Denn dann wurde der Film beschlagnahmt. Bougery musste Bankrott erklären und floh nach Südamerika. Der Film war also quasi Konkursmasse, die dazu benutzt werden sollte, die Schulden von Monsieur Bougery zu bedienen. Nach der Beschlagnahme sollte er Jahre und Jahrzehnte verschollen bleiben. Und es war überhaupt unklar, ob es eine Kopie des Films noch gibt. Aber dann entdeckte man sie wieder und im Mai 2008 wurde der Film zum ersten Mal auf DVD herausgebracht. Es gibt von dem Film keine deutsche Übersetzung, es gibt ihn nur auf Französisch. Und was gibt es über den Film zu sagen? Ja, es ist eine gut gemachte 1:1 Umsetzung von Tim als Puppentrickfilm. So wie abgemacht wurde an der Handlung eigentlich nichts verändert. Die Figuren sind gut getroffen und sehr gut wiederzuerkennen. Und selbst die Bildgestaltung an sich wurde direkt aus dem Album übernommen. Die Bewegungen wirken manchmal ein kleines bisschen ungelenk, aber man muss bedenken, es ist 1947. Und wie dicht die Gestaltung am Album dran ist, sieht man in Szenen wie zum Beispiel dieser hier, der Albtraum-Szene. Tim träumt, dass Haddock ihn für eine Flasche Wein hält und entkorken möchte. Und im Album wie auch im Film bekommt Haddock in der Szene richtig wahnsinnige Augen mit Pupillen in Flaschenform. In anderen Szenen sieht man das knapper werdende Budget schon so ein bisschen durchscheinen, wie zum Beispiel hier in der Szene im Rettungsboot, die eigentlich zum größten Teil überhaupt nicht animiert wurde, sondern einfach gedreht wurde, indem man die Puppen ein bisschen bewegt hat. Auf diese Weise ersparte man sich Zeit und letzten Endes auch Geld. Aber schauen wir uns mal beispielhaft ein paar von den Figuren an. Hier Tim, Struppi und Haddock. Hier ist Haddocks verbrecherischer erster Offizier Alan. Und hier haben wir die Schulzes in einer ihrer berühmten Verkleidungen zusammen mit Omar Ben Salat. Und die einzige wirkliche Änderung an der Geschichte, die ist der Schluss. Der Film endet nämlich etwas früher als das Comic-Album. Während wir im Album noch erleben, wie Tim wieder nach Hause kommt und er einer kleinen Radioplauderei von Kapitän Haddock beiwohnen darf, endet der Film unmittelbar, nachdem die Bösewichte am Hafen von Bargar geschnappt sind. Und dabei wird ein zusätzlicher Schlussgag mit den Schulzes eingebaut. Dieser Film sieht für seine Zeit sehr vielversprechend aus und wer weiß, was draus geworden wäre, wenn das Projekt
etwas anders hätte verfolgt werden können, wenn es keine Pleite gegeben hätte. Nach dieser schlechten Erfahrung jedenfalls beschloss Hergé, lieber mit Profis zusammenarbeiten zu wollen und wandte sich an Disney. Den Brief gibt's sogar noch, er ist entzückend naiv geschrieben, indem Hergé sich einfach an Disney selber wendet und seine eigenen Werke so quasi ein bisschen bewirbt. Aber wir wissen's heute, das Ganze war nicht von Erfolg gekrönt. Disney zeigte kein Interesse an diesen europäischen Comics. Und ich muss sagen, das ist nicht unbedingt das Schlechteste. Meine Disney liefert gute Arbeit ab. Und ich muss sagen, mir gefallen zum Beispiel auch die neuen Star Wars Sequels. Aber es ist doch ein bisschen beunruhigend, dass ein Konzern so viel kreative Macht in sich vereint. Und es ist doch gut, dass Tim zumindest noch Tim geblieben ist. Also wie gesagt, Disney realisierte die Tim-Filme nicht, aber dafür erschien etwas anderes am Horizont. Und das gucken wir uns in der nächsten Folge an.